Der Whiskyhort aus Oberhausen grüßt euch herzlich. Wir haben heute nochmal einen Rum, den wir euch vorstellen wollen. Seit einiger Zeit ist bei uns erhältlich der Navy Island Rum aus Jamaika. Wir haben uns jetzt entschlossen, den neben dem normalen jetzt auch den Navy Strength aufzunehmen. 57% das feine Kerlchen und das ist ja für uns verstärkend versaute Vögel hier schon das, wo es dann so richtig Spaß macht. Aus Jamaika kommt er, 0,7 Liter hat die Flasche, im Pot-Still-Verfahren hergestellt und wir reißen den einfach mal auf. Zack, da hat er verloren. Farbe ist schon recht schön, recht dunkel, so einen dunklen Bernsteinton. Leichten Stich ins Rötliche. Nee. Der Wasser bekommt hier schon genauso viel. Zack. Für einen genaueren Blick auf das Label, während ich den schon mal in die Nase führe. Oha. Wir hatten euch vorige Tage den Black Tot vorgestellt, der eher so ein dezent süßer, eher trockener Vertreter war. Hier tut sich in der Nase schon deutlich mehr. Den ersten Eindruck würde ich sagen, dem Alkohol geschuldet, der sicherlich ein Mehr an Aromen freisetzt. Kommt dunkelfruchtig daher, finde ich. Schwarzkirschen. Brombeeren, so richtig dunkle Früchte. Trockenobst, Trockenpflaumen, würde ich sagen. Dahinter kommt aber irgendwie noch was in Rot um die Ecke. Beerig, Erdbeeren, Himbeeren. Ich weiß ja nicht so genau. Eine Note von Rohrzucker unten drunter. Ja, neben diesen wirklich tiefen, dunklen Tönen blitzt da immer wieder so ein bisschen was Spritziges auf. Macht den sehr interessant. Alkohol, behaupte ich jetzt mal, nimmt man so gar nicht richtig wahr. Einfach volle, fruchtige Aromen. Sehr, sehr lecker. Boah. Faszinierend, würde Mr. Spock sagen. Ich möchte ihn probieren. Auf euer Wohl. Okay, man merkt, der ist ein bisschen stärker als normal, aber boah, ich glaube, blind hätte ich den nicht auf 57% geschätzt. Wie siehst du das, Massa? So stark wirkt der gar nicht, oder? Ein bisschen. Ja, schon stärker als normal, aber ich glaube, blind hätte ich ihm so viel nicht gegeben. Ich hätte mich auf 50% wahrscheinlich beschränkt. Schokoladige Noten finde ich auf einmal. Sehr, sehr viel Frucht wieder. Dabei ist er richtig gehaltvoll im Mund.
Sehr voluminös, dank des Alkoholgehalts. Die Spritzige, was ich in der Nase gerade schon hatte, würde ich jetzt mal so in Richtung Orangen. Ja, sehe ich mich fest. Da habe ich Orangen. Herrlich duftend, so frisch vom Baum, einmal leicht drüber gerieben, dass sich diese ätherischen Öle so ein bisschen freisetzen. Fantastisch. Lässt sich in der Nase nicht so gut ausmachen. Aber auch hier wieder diese Trockenfrüchte, dunklen, fast schwarzen Früchte. Rosinen sind mit dabei. Lecker Ding. Ich glaube, ich gieße mir gleich noch mal ein bisschen nach und werde mich heute Nachmittag damit noch beschäftigen. Gefällt mir deutlich besser als die Standardvariante. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Für euch vielleicht auch. Flasche kostet gerade mal 44,90 in 0,7 Liter. Und ich finde, dafür bekommt man eine Menge geboten. Versucht selbst oder gießt euch was anderes Feines ins Glas. Die Hauptsache ist, ihr genießt es in Ruhe und mit dem nötigen Respekt vor dem Destillat, was ihr im Glas habt. Und macht euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer, wann ihr das Video seht. Von dieser Seite aus. Alles Gute euch, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.